Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit den Tyranniden. Und rein rechnerisch wäre das jetzt die letzte Runde, weil wir müssten jetzt eigentlich pleite sein. Und jetzt kommt wieder mal eine feindliche Flotte der Imperial Fists. Wir kämpfen gegen die Space Marines. Die setzen uns jetzt wahrscheinlich den Gnadenstoß. Mal gucken. Das Problem, was ich mit den Tyranniden habe, irgendwie, wir hatten. Vielleicht hätten wir am Anfang irgendwie erstmal irgendwie einen Sektor ausbauen sollen, aber das Dumme ist, du hast ja diesen Druck im Hintergrund, dass du ja die Mission machen musst. Und wir sind dann halt durch die Mission weiter. Ja, haben uns verteilt und keinen Sektor oder irgendwie System richtig ausgebaut. Und kommen jetzt nicht an Schiffe und kriegen auch keine Ressourcen nach. Das ist irgendwie scheiße. Und die Einnahmen, die wir durch das Kämpfen machen, ist ein Witz. Der nächste Witz ist eigentlich, dass wir, ja, wenn wir Feinde zerstören, kaum Ressourcen kriegen von denen. Wir haben eigentlich so gedacht, dass wir Biomasse daraus generieren. Weil Tyranniden wollen ja Biomasse, ne? Sind ja die Heuschrecken der Galaxie. Aber da kriegen wir meistens einen Witz, du. Das ist meistens nichts, was wir da kriegen. Und dann ist es noch eine Mission, wo überall treibende Wracks kommen. Aber wir wissen jetzt schon, die vier Signale sind der Feind. Definitiv. Wir nehmen erstmal hier Punkte ein. Also ich sag jetzt einfach mal, das ist alles, das kann nur der sein hier, ne? Von den müssten ja 1000 Punkte sein. Es müssten mehr als 4 Signale sein. Sehen wir ja gleich. Ja, ihr bleibt einfach mal da. Machen wir kurz Antrieb aus. Aha. Das ist eine Linie, die zeigt an Feind. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Hm. Hab's ja gesagt, die vier. Was war die rote Linie gerade? Trotzdem Feinde oder was? Ich warte das Signal mal hier ab. Oder die beiden Signale noch. Können ja schon ein bisschen in diese Richtung. Damit wir den nächsten Punkt einnehmen können. Okay. Oh, der braucht natürlich immens länger. Und wir nehmen den Punkt, wir nehmen den Punkt. Das ist schon mal schön. You have seized a strategic area. Achso, hier ist kein Punkt. Nächster Punkt ist da. Tacke. So, ich gebe mir noch einen Schluck Kaffee, bevor es gleich losgeht. The enemy has seized a strategic area. Fünf Signale sind es wahrscheinlich. Es kommt schon eher hin. Die kommen jetzt auch auf uns zu. Haben wir eine Möglichkeit, Sporminenfelder zu machen? You have seized a strategic area. Ich muss unbedingt den Psi-Schrei machen. Echospore unterwegs. Wir wurden gekennzeichnet und da sind sie auch schon. Space Marine! Das war zu früh. Oh, der kriegt hier echt einen auf die Nase. Erstes Schiff verloren.
Alter! Haben die meinen Großen einfach kaputt gemacht? Ihr Schweinebacken, ey. Ihr habt Seitenwaffen aktiv, habt ihr nicht? Super. Oh, gerade er muss weg hier irgendwie. Du mein Süßer, auf ihn. Pause. Pause. Hier ist Verstärkung. Verstärkung sammeln wir erstmal an diesem Punkt. Ich dachte, wir noch mehr. Scheißendreck, ey. Oh, da kommt noch einer. Jetzt gehörst du zu mir. Kämpf, Junge. Kämpf. Kämpf. Das war zu weit. Auf den in der Mitte, Mensch. Ach du Scheiße. Nein, ich habe in ein Schiff gerammt wieder. Das passiert mir immer wieder, verdammt. Mein Großer. Das ist doof gerade. Ich weiß nicht, was für eine Tastenkombination ich gerade gewählt habe, aber ich habe das Vollbild in randlos gemacht. So, jetzt habe ich wieder Vollbild, obwohl ich auf randloses Fenster gehe. Hä? Egal, jetzt sehe ich wieder die Leiste da unten. Zack, das Spiel. Ja. Das hört sich nicht gut an. Palim, palim. Hallo. Ah, ich habe ihn auf Pause. Oh. Mein Fehler. So. Hintermanöver. So, jetzt ist der eine auf jeden Fall weg. Oh, die Torpedos kamen nicht an. Hier, egal was du bist, weg. Ist die Verstärkung, Mann. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Ah. Einfach mal Torpedos hin spammen. Kommt ja einer an. Jo, kam an. Waffen aktivieren. Nahkampf. Ah, der rammt. Kein Rückzug.
Nur ein toter Space Marine ist ein guter Space Marine. Genau, zerstört euch noch selber. Ein Kreuzer lebt noch? Ich find's schade, Gruppenbefehl, wenn du Befehl zurücknimmt, alle Befehle zurück. Dass ich die nicht nach Hause schicken kann. Ah, da ist einer. Aber der blutet ja schon im Weltall. Der Arme. Muss nur in Reichweite kommen. Ja, Hammer. Ich glaube, mit dem machen wir es auch ganz kurz. Nee, du hier. So. Sparen wir uns den Beschuss. Auch mal fressen. Ja. Siegend gehen wir unter. Ich gönne den Space Marine nicht den Sieg. Sie können Truppen auf ein befreundetes, treibendes Wrack schicken. Wann finde ich mal ein befreundetes, treibendes Wrack? Oh, da hat es einen Anführer zerlegt, mal wieder. Wieder ein leichter Kreuzer. Ja, wenn man selber Kreuzer hat, ja, dann macht es keinen Sinn, dass der Anführer ein leichter Kreuzer ist. Das ist doch echt beschugge. Das ist, kommt denn aus so eine Idee? Ja, dann haut euch, kloppt euch um den Sektor da. Jetzt gehört Medusa den Elder oder Aldari. Whatever. Nicht pleite? Oh, doch. Nee, Bedrohung. Ja. Ringe. Ja. Ich komme hier nicht vorwärts. Es tut mir ja leid. Hä, wieso haben wir jetzt 11 Ressourcenpunkte gekriegt? Von dem Sieg jetzt vielleicht? Oder was? So, aber. Anführer tot und kriegen wir auch keinen neuen. Das ist auch schön. Mal hier ein besseres System, wo du reparieren kannst. Ja, da hinten. So, da in 3 Zügen. Okay. Wow. Kann ich nichts gegen machen. Kann ich nichts gegen machen. Oh, 100%. Mal dahin. Das ist ja aber edel hier. 100% Nachschub, das ist doch geil. Hätte ich das mal vorher gewusst. Wenn wir hier das Problem mit dem Bauen hinkriegen würden, wäre das ja ein guter Standort. Aber wir haben noch das Ressourcenproblem. Okay, aber jetzt müssen wir pleite sein. Das ist ja auch so, die Tyranniden haben ja eigentlich auch keine Gebäude, wo sie irgendwas wirtschaftlich machen. Die gehen von Planet zu Planet und tilgen alles. Also, die greifen auch den Planeten da wieder an.
Tja. Vor allem, die bauen ja überall noch Festungen und alles Mögliche. Und man selbst kommt nicht weiter, ne? Ich verstehe das System nicht jetzt hier. Warte mal. Wir haben 20 Produktion. Einkommen im nächsten Zug. Und Flottenunterhalt 214. Das heißt, wir machen jeden Zug miese. Wieso steht da noch ein bisschen Plus? Dann sollen sie einfach sagen, machst du miese und hast verloren. Wo ist das Problem? Weil so hangel ich mich jetzt hier die Züge bis hier Exterminators oder bis wir verloren haben oder was? Ja, hier steht doch Truppen pro Zug 100%, Reparaturrate 100%. Stehe ich jetzt nicht, aber na gut. Oh, das Chaos hat unsere Flotte. In zwei Runden kommen die Eldari und dann können wir uns das wieder zurückholen. Und dann können wir das hier immer nicht angreifen, weil die immer noch eine Waffenplattform haben. Eine richtig geile große Festung. Das da unten kriegen wir nicht. Wenn wir in den nächsten Sektor kommen, sind sie mittlerweile auch gut aufgestellt. Also ich weiß echt nie, was ich machen soll hier. Das Medusa-System können wir knicken. Das ist einfach, da geht zu viel her. Das sind Einheiten, seht ihr ja, 600 Stärke, 650, das habe ich gar nicht. So viele Punkte. Das ist auf jeden Fall eine Liga über uns. Wir müssen ja die Mission verfolgen, dann geht er hier wieder runter. So, Caliban-Sektor. Was ist das hier? Dann haben wir Nachschlag. Können wir uns hier Zeit erkaufen? Aber hier brauche ich schon 1000 Punkte. Und hier ist unser Ersatzteillager. Dass man Schiffe nicht kombinieren kann. Der repariert hier auch gar nicht. Ey. Es dauert alles zu lange. Ach, Reparaturrate. Mit den 13 Ressourcen vielleicht was reparieren, bezahlen. Schnellreparatur? Ne. Können wir nicht. Also die Kreuzer will ich jetzt auch nicht zerstören lassen, also um Gottes Willen. Zwei R hier, ne? Vielleicht wirst du hier ein bisschen schneller repariert. So. Weil wenn der vielleicht repariert ist... Ah, das sind auch wieder zu wenig Punkte und... Das wäre jetzt echt cool, wenn man die Schiffe kombinieren könnte. Könnt sie zerstören, aber es macht mir auch keinen Sinn.
Dann kriege ich zwar die Ressourcen, die sind aber, die Schiffe kann ich aber dann ganz unten im System bauen. Das macht irgendwie alles gerade keinen Sinn. Überspringen wir das mal. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einfach da das andere System einnehmen. Er will es mich verarschen. Das wird hier angezeigt. 100% Truppen und Reparatur. Und es passiert hier ein Scheiß. Wahrscheinlich, weil wir kein Geld haben. Kann das sein? Ich wollte eigentlich auf Anführer klicken, aber ich glaube, einen Anführer haben wir nicht mehr, ne? Oh, doch, aber wir können uns keinen auswählen, ne? Zwei Zügen. Gut, glorreich geht das Tyrannidenreich zu Ende. Caliban. A world torn asunder by betrayal and haunted by the treacheries of the ancient past. What remains is shrouded in mystery and shielded from the prying eyes of the Inquisition by the dark angels who once called this world home. But war has a way of bringing secrets to light. As conflict rages across the sector, who knows what glimmers of truth might flare beneath the light of dying stars? Schön. Ich glaube, Caliban gehört schon gar nicht mehr den Menschen. Gucken wir gleich mal. Ich habe ein bisschen klein Gruppzeug. Ach komm, ich nehme den Großen noch mit. Mehr haben wir da eh nicht. Nur für zwei Platz. Oh doch, Caliban gehört noch den Menschen. Und, ja. Glorreich gehen die Tyranniden unter. Mal gucken, ob wir die Schlacht reißen. Ich glaube, wenn wir die Nebenmission, wenn die Nebenmission uns jetzt nicht irgendwie gleich 1000 Ressourcen gibt oder so, dann war es das mit dieser Kampagne. Wir kommen gerade irgendwie nicht auf den grünen Zweig, da wir ja pleite sind. Habe ich was vergessen? Schade. So, was haben wir für eine Mission? Punkte einnehmen? Haben wir nicht. Okay. Das heißt, wir positionieren uns hier hinten. Hier, oh, das ist schön. Das ist schön. Seid mir echt zu nah beieinander. Scheiße. Ich dachte, das hätte schon gereicht. Ja, super. Oh, shit, ey. Ja. Das war's, du kannst eigentlich schon ausgehen. Ach ja.
Schicken wir mal so eine Echosonde. Ist ja auch noch cool, wenn man sowas macht hier, ne? Diese Eile, dass man auch sieht an der Linie, wie weit ungefähr die springt. So. Und wir schießen 20 Mal daneben. Ziehschrei haben wir nicht mehr, ne? Einfach nicht, echt nicht. Von links, von rechts. Von überall kommen sie. Ist das nicht schön? Reichweite. Oh, da hat es den ersten zerfetzt. Kriegst du nicht, diese Viecher? Irgendwas, was im Bereich Schaden verursacht. Feuer an Bord, scheiße. Nee, das sieht echt scheiße aus. Meine Hoffnung ist gerade, dass wir hier ein Schiff zerstören. Vielleicht da auf die Antriebe. Der nächste los geht's. Das sieht echt scheiße aus. Glorreich gehen die Tyranniden unter. Eher nicht. So, ja, wilder Instinkt. Das heißt, er macht, was er will. Haben die Kontrolle verloren. Die sind in der Überzahl. Diese dreckigen Eldari. Ey, ich hasse sie. Jetzt haben wir da auch einen wilden Instinkt. Und ja. Ja, die hätten mich eh zerschossen. Also diese Eldari sind einfach so hart. Finde ich, also die Tyranniden haben keine Chance gegen die. Aber wie gesagt, wir waren, hatten ja eh nur gerade mal das, nicht mal die Punkte, die Einheitenpunkte wie der Feind. Ich würde sagen, wir sind schachmatt. Wir kriegen kein neues Geld. Unsere Hauptflotten oder die Flotten sind generell dezimiert. Ja, sind jetzt Stufe 5. Wow, jetzt haben wir Flottenkapazität. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Jetzt können wir noch größere Schiffe rekrutieren, wenn wir das nötige Geld hätten und die nötigen Strukturpunkte. Das ist einfach ein Witz.
Keine Ahnung, was ich hier falsch gemacht habe, wo der Punkt war, wo das Ganze abhanden gekommen ist. Vielleicht hätten wir doch hier System für System machen müssen, aber das System war hier zu stark und diese Bedrohungsleiste ging mir sowas auf den Zeiger. Darum haben wir die Mission weitergemacht. Sonst wären wir ja hier schon, hätten wir ja hier schon versagt. Gut, das heißt, mit den Tyranniden ist es vorbei. Kampagne gescheitert. Wenn ihr nochmal, ja, weiß nicht, ob ich das nochmal neu anfange. Also wenn ihr wollt, dass ich das neu anfange mit den Tyranniden, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich überlege es mir. Ansonsten mache ich mit den Necrons mal weiter. Tja. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hinterlasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Tja, ich gehe jetzt in die Ecke und weine. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.